Ich glaube, heute mache ich mal ein Video über Jones. Meine Fresse! Freunde, ja, ihr habt's schon gemerkt. Beziehungsweise ich hab's gemerkt, ich komme an einem Thema nicht vorbei. Kendall Jones. YouTube-Videos sollten ja eigentlich einem grundsätzlich friedlichen Zweck dienen, aber in diesem Fall eher nicht. Ja, ich kann mich an nur wenige Themen erinnern, die so Boom gemacht haben hier in der Community. Und deshalb betrachtet dieses Video weniger als eine News, mehr als einen reinen Aufruf. Gegen nicht unbedingt die Person, eher die Facebook-Seite von Kendall Jones, diese blöde kleine... Was? Nein, ich bin völlig unbefangen bei dem Thema. Für die, die es nicht mitgekriegt haben, wer ist diese Kendall Jones eigentlich? Nun, das ist eine junge Frau, genauer gesagt eine junge Jägerin. Was ist dagegen auszusetzen? Grundsätzlich gar nichts. Auf ihrer Facebook-Seite postet sie auch stolz die vielen, vielen toten Tiere, mit denen sie auf perverseste Art und Weise posiert. Nur leider handelt es sich dabei nicht um die englische mutierte Riesenratte oder das freundliche Bambi von nebenan, sondern Elefanten, Geparden, Löwen, Nashörner, bedrohte Tierarten vor dem Herrn, meine Fresse. Frodo, meine Damen und Herren, meine Fresse! Ja? Mit diesem Video möchte ich euch auf die Petition aufmerksam machen, die veranlasst, dass ihre Seite von Facebook verschwindet und das so schnell wie möglich. Und nein, das ist jetzt hier keine Vegetarier- oder Tiertöten-Debatte im ersten Sinne. Ich habe prinzipiell nicht mal was gegen die Jagd. Ich esse sehr gerne Fleisch und sind wir doch mal ehrlich, zeigt mir ein Tier, was Selbstmord begangen hat, um mir das freundlicherweise zu ermöglichen. Aber das ist ja gar kein Diskussionsgegenstand. Wie viele Löwen esse ich? Wie viele Tiger esse ich? Wie viele fucking Elefanten esse ich? Korrekt, Kendall Jones. Fuck you. Was auf dieser Kendall Jones Seite abgeht, ist die Perversion der Jagd schlechthin. Ich meine, ey Mel, schieß auf Tontauben, schieß auf Attrappen. Du bist Amerikanerin, von mir aus schieß auf deine Nachbarn. That, ladies and gentlemen, was a joke. Für alle unter euch, die sich jetzt fragen, was nur gegen die Facebook-Seite vorgehen, was soll denn das bringen? Ja, das ist wahnsinnig wichtig, denn Facebook ist das, was ihr eine Plattform bietet. Dass ihr erlaubt, dieses Töten von bedrohten Tierarten zu heroisieren und zu propagieren und sich darauf irgendwie digital einen runterzu... Okay, sie ist ein Mädchen, also ihr wisst, was ich meine. Und deswegen ganz klar, unterstützt diese Petition, ich tue es auch. Link in der Videobeschreibung, share the... fuck out of this video. Macht da einfach mal richtig Welle, teilt das, zeigt es euren Freunden, schickt den Link weiter. Denn wir als Nutzer von Social Media können auf jeden Fall richtig Druck auf Social Media ausüben. Zum Schluss würde ich ganz gerne noch wissen, was ihr davon haltet. Wo hört bei euch zum Beispiel der von vielen geliebte Jagdsport auf? Haut's mir in die Kommentare. Wir sehen uns am Montag wieder mit einer ausführlichen Folge der News. Ich persönlich muss mich jetzt erstmal ein Stückchen beruhigen, statt mit meinem Longboard genießt das Wetter. Ihr solltet dasselbe tun. Traumhaftes Wochenende, bis Montag. Ich freue mich auf euch.